Ja, genau. Ich möchte einen Hund haben, einen kuscheligen Freund. Dann könnten wir gemeinsam spazieren gehen, spielen, lesen und viel mehr. Mein Stofftier ist eigentlich ganz in Ordnung, aber mit dem kann ich doch nicht rausgehen. Das wäre etwas peinlich, oder? Was soll ich eigentlich tun? Vielleicht, ich weiß schon, ich muss zuerst mit den Eltern sprechen. Naja, das ist aber eine harte Nuss zu knacken. Na, mal sehen. Ich habe doch gewusst, dass es nicht so einfach geht. Sie waren natürlich dagegen und haben sofort Nein gesagt. Aber vielleicht der Kühlschrank, der hat immer gut funktioniert. Besonders gut vor dem Nikolaustag. Jetzt wird heftig diskutiert. Er ist noch zu klein, er kann nicht so viel Verantwortung tragen, wir haben keinen Platz zu Hause, der Hund kostet viel zu viel Geld und so weiter. Das kenne ich gut, also keine Chance. In der Schule konnte ich mich heute auch nicht konzentrieren. Und dann noch das Thema Haustiere. Verdammt! Jeder hat ein Tier zu Hause, nur ich nicht. Das ist doch so ungerecht. Schade, dass wir nicht auf einem Bauernhof wohnen. Ein Hund wäre dann kein Problem. Oder eine Katze? Ein Panda? Nein, das kommt nicht in Frage. Ein Hamster, ein Meerschwein. Nein, ich will einen Hund. Oh, was ist das denn? Ein Geschenk? Nein, nur kein weiteres Computerspiel, bitte.